Wisst ihr, was wir schon wirklich sehr lange nicht mehr hatten? Genshin-Drama. Und heute wollte ich euch von einer neuen Drama-Story berichten. Und zwar, warum Kazuha gehasst wird von koreanischen Männern. Da gab es einen Beitrag auf Twitter, der wurde leider mittlerweile gelöscht. Ich weiß nicht, warum. Es könnte sein, dass der vielleicht massenreported wurde von Leuten, die den Beitrag loswerden wollten. Es könnte auch sein, dass der Beitrag einfach gelöscht wurde, weil zu viele negative Kommentare gepostet wurden. Es gibt verschiedene Gründe, warum dieser Beitrag jetzt nicht mehr verfügbar ist. Das Thema ist aber recht interessant und ich meine, man sollte sowas vielleicht mal gehört haben, weil dann wundert man sich vielleicht nicht, warum plötzlich Leute sagen, wir hassen Kazuha, weil wenn man das schon mal gehört hat, dann, naja, ist man halt so ein bisschen im Bilde. Auf jeden Fall ist es eigentlich recht schnell erklärt und zwar wird Kazuha gehasst seit Patch 2.8. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja gut, warum denn in Patch 2.8, was ist da passiert? Das war das Sommer-Event von den Zweier-Patches, also 2.8, also 2.8, 3.8, 4.8, whatever, sind ja immer die Sommer-Patches quasi, Sommer-Events. Und in diesem Event ist Kazuha sehr dominant, sehr prominent aufgetreten. Und zwar so weit, dass er zu viel Aufmerksamkeit und zu viel Lob von anderen Charaktern erhalten hat. Das ist einer der Gründe. Das ist einer von drei Gründen, warum er gehasst wird. Klingt extrem dämlich, aber die Leute haben sich halt darüber aufgeregt, dass Kazuha quasi so viel Aufmerksamkeit und so viel Lob und so bekommen hat, wie kein anderer Charakter jemals oder vor allem während dieser Version halt. Und dass sie deswegen gesagt haben, naja, nur weil er zu viel Aufmerksamkeit bekommen hat, haben alle anderen Charakter nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sie es vielleicht bekommen hätten, wenn Kazuha nicht gewesen wäre. Und deswegen hat man quasi diese negativen Gefühle, dass quasi andere Charakter zu wenig Spotlight hatten, beziehungsweise Kazuha zu viel Spotlight, hat man quasi auf Kazuha übertragen. Und das ist unser erster von drei Gründen, warum Kazuha gehasst wird. Von koreanischen Männern überwiegend. Also überwiegend in Korea und dort überwiegend von männlichen Spielern. So, Grund zwei ist, dass seine Clan-Geschichte, also Kazuhas Backstory sozusagen, also seine Lebensgeschichte kann man fast sagen, mit seinem Vater, mit seiner Familie, mit seinem Clan, mit seinem besten Freund da, und so weiter und so weiter. Das alles wurde in Version 2.6 ausführlich thematisiert und mit dem Legendenauftrag quasi, naja, eigentlich in Anführungszeichen erledigt. So, jetzt wurde aber während dem Event, das ich gerade schon angesprochen habe, in Version 2.8 seine gesamte Clan-Geschichte nochmal aufgewiegelt und nochmal mehr oder weniger komplett erzählt. Also quasi eine Wiederholung von Version 2.6. Und auch hier wurde wieder sehr viel Aufmerksamkeit eben dann Kazuha dafür gegeben. Es wurde wieder auch dafür sehr viel Lob ausgesprochen von anderen Charaktern. Und auch hier haben die Spieler gesagt, das ist einfach komplett unnötig. Warum wird seine Geschichte zweimal erzählt? Von keinem Charakter wird die gesamte Geschichte zweimal erzählt, nur von ihm. Warum hat er so viel Aufmerksamkeit verdient? Und das hat die Leute eben zusätzlich getriggert, dass man hier quasi zweimal seine Geschichte hören muss und die Leute sich dann quasi sozusagen gelangweilt haben. Oh, Kazuhas Geschichte wird nochmal erzählt, interessiert mich nicht, ich hab's ja schon gehört, langweilig. Ja, und der dritte Grund, wer hätte es gedacht, hat wieder damit zu tun, dass er zu viel Lob und zu viel Aufmerksamkeit von anderen Charaktern bekommt. Und zwar ist immer wieder aufgefallen, während den verschiedenen Events, in denen Kazuha auftaucht, eben, dass er so viel Aufmerksamkeit bekommt und immer nur positiv über ihn geredet wird und alle ihn lieben und ihn so schätzen und so loben, so wow, wow, Kazuha, du bist der Krasseste, du bist der Beste. Und das triggert eben auch einige Leute. Und zwar nochmal speziell in Version 3.7 gab es ein Event, wo Kazuha eben auch nochmal etwas dominanter oder etwas prominenter vorgekommen ist. Das war das Event, wo Charlotte introduced wurde. Das war das Event kurz vor Fontaine quasi. Da haben sich ja alle Charakter in Mondstadt getroffen und haben da eben Charlotte getroffen und über alte Zeiten geplaudert. So ein klassisches Event halt, wo ein bisschen Charakter einfach geshowcased werden nochmal. Und über vergangene Zeiten geredet wird und so weiter und so fort. Und ein bisschen Spaß die Charakter miteinander haben. Und da ist es halt so, dass dann eben, wie gesagt, Kazuha einerseits wieder im Rampenlicht steht, gefühlt, oder zumindest wieder, wie gesagt, nur positiv über ihn geredet wird und so weiter. Aber was die Leute da vor allem getriggert hat in Version 3.7, ist, dass Charlotte Kazuha erkannt hat. Und warum das so Leute triggert, also ich meine, Charlotte ist ja eine Reporterin, ich meine, sie kommt ja auch viel rum, sie bekommt viele Geschichten erzählt und so. Also das ist jetzt jemanden, und Kazuha ist ja relativ berühmt, sag ich mal, oder einer der berühmtesten Fontaine-Figuren, Inazuma-Figuren, Entschuldigung. Allein schon deswegen, weil er ist einer der wenigen regelmäßig von,
warum sage ich die ganze Zeit Fontaine, regelmäßig Inazuma verlassen hat. Im Gegensatz zu anderen Charakteren, die Inazuma vielleicht noch nie verlassen haben oder halt erst einmal, nachdem der Krieg vorbei war oder so. Aber auf jeden Fall hat sie ihn halt erkannt und das hat Leute getriggert. Und warum es dies insbesondere getriggert hat, ist, weil Raiden Shogun persönlich bei einem Event, das wusste ich tatsächlich auch nicht mehr, auch in Mondstadt zugange war. Das heißt, Raiden Shogun und Kazuha waren zusammen in Mondstadt und Charlotte hat den Shogun nicht erkannt, das Oberhaupt von Inazuma, aber den kleinen Fuzzi Kazuha, also das hat die Leute quasi getriggert, das quasi aus der Sicht der Leute, die ihn hassen, den hat sie erkannt. Also eine Reporterin, die sich selbst Reporterin nennt, vom Dampfvogel, erkennt quasi so ein Wichtigtuer wie Kazuha, aber nicht die Almighty Shogun Raiden von Inazuma. Und dass es dafür vielleicht sogar logische Gründe gibt, ja gut, das haben die Leute vielleicht nicht so wirklich bedacht, weil ich meine, immerhin ist es ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Kazuha hat regelmäßig Inazuma verlassen, auch schon bevor das aufgehoben wurde, bevor die Einreise- und Ausreisesperre von Inazuma aufgehoben wurde, hat er regelmäßig die Welt bereist und Leute getroffen und so. Das heißt, dass er einfach bekannter ist in der weiten Welt, also außerhalb von Inazuma, ist eigentlich logisch, kann man fast sagen. Also es ergibt eigentlich nur Sinn, dass er bekannter ist oder dass er erkannt wird, eben weil er oft Inazuma verlassen hat. Und Raiden Shogun eben eigentlich niemals wirklich, oder selbst wenn sie es mal getan hat, vor so langer Zeit, dass sich da halt kein Mensch mehr, der noch lebt, dran erinnern kann, weil sie ja 500 Jahre oder keine Ahnung wie alt sie ist, tausende Jahre, sehr alt auf jeden Fall. Und ja, aber das haben die Leute halt nicht bedacht und haben eben da auch wieder ihren Hass drauf projiziert. Und es wird dann auch noch über den Kampf zwischen ihm und Raiden Shogun tatsächlich geredet. Auch das wusste ich nicht mehr, ist mittlerweile auch schon fast 2 Jahre her. Oder auf jeden Fall über ein Jahr her. Und da wird quasi darüber geredet, dass er so krass ist, weil er gegen den Shogun quasi sich aufgelehnt hat. Und ihre mächtige Attacke, dieses Musou no Hitotashi, geblockt hat. Und das wird auch wieder zur Sprache gebracht. Und auch da ist es so, dass die Leute es quasi getriggert hat, weil sie weiß zwar, dass sie quasi dass er quasi gegen den allmächtigen Shogun gekämpft hat und einen Angriff blockiert hat, also diesen mächtigen Angriff blockiert hat, aber sie erkennt nicht den Shogun. Das hat die Leute halt insbesondere getriggert und auch da wird natürlich wieder dann gesagt, oh ja, Kazuha, Mann, du bist so stark, du hast so einen mächtigen Angriff blockieren können oder aufhalten können und ja, all diese Dinge, also all dieses Lob, all diese Anerkennung für Kazuha, dieser Wiedererkennungswert von ihm und all das triggert die Leute aus irgendeinem Grund. Ehrlich gesagt, wenn ihr mich fragt, sind das schon wieder die dümmsten Gründe, den Charakter zu hassen. Und das war's tatsächlich auch leider schon. Also das sind wirklich die 3 Gründe, warum Kazuha gehasst wird. Also nochmal wiederholen. Zu viel Aufmerksamkeit von anderen Charakteren, zu viel Lob, dass seine Lebensgeschichte, seine Backstory quasi 2-mal erzählt wurde und dass er von Charlotte wiedererkannt wurde und nicht Shogun Raiden wiedererkannt wurde, beziehungsweise generell, dass er quasi so in Anführungszeichen berühmter ist als das Oberhaupt von Inazuma, genau, und dass er eben auch wieder da so viel Lob von anderen Charakteren bekommt, dafür, dass er gegen sie gekämpft hat. Und ob diese Gründe jetzt Sinn machen, ob das, also ich glaube, wir brauchen gar nicht drüber reden, es ist dann komplett bescheuert, deswegen den Charakter nicht zu mögen, brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht drüber reden, aber ihr habt jetzt zumindest schon mal davon gehört und wisst jetzt, wenn euch jemand fragt, hey, hast du schon mal davon gehört, dass Kazuha gehasst wird in Korea, dann könnt ihr sagen, ja, und ich weiß sogar, warum. Ob das Sinn ergibt, ob das gut ist, wie gesagt, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber zumindest habt ihr da jetzt ein bisschen Background-Info. Und das Thema ist eben erst neulich auf Twitter eben hochgekocht, aufgekommen. Da habe ich es eben auch gesehen. Und ich dachte mir, das ist doch eigentlich ein gutes Thema, wo man mal wieder drüber reden kann. Und glücklicherweise ist hier, zumindest nicht, dass ich wüsste, auch nicht so schlimm wie bei den anderen Dramen, die wir uns bisher schon angeguckt haben bei Genshin Impact, wo teilweise Tiere verletzt wurden oder Hoyoverse-Mitarbeiter gedoxt wurden oder so. In dem Fall ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber ja, ich hoffe, also bis jetzt auf jeden Fall nicht. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Also ich hoffe, dass da auch nichts passiert. Aber sicher kann man sich da natürlich nicht sein. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass sich da nichts Negatives irgendwann mal draus entwickelt wird. Und damit sage ich auch danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.